Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Quiz Zone. Heute geht es wieder gegen MK7. Letztes Mal konnte ich ja gewinnen mit 9 zu 6 und er will anscheinend die Hevorch jetzt haben. Darf er natürlich gerne haben, Runde 1. Darf ich gleich mal wieder auswählen. Dieses Mal nehme ich aber Essen und Trinken. Ich gehe wieder die sichere Variante. Fugu ist ein Kugelfisch, der ein tödliches Gift enthält. Richtig zubehandelt kann der Fisch jedoch gegessen werden. In welchem Land entstand dieses Gericht? Okay, irgendwo natürlich an der Küste, ich denke in Japan. Ist sogar richtig. Aus welchem Land kommt die Gazpacho-Suppe? Die kommt tatsächlich aus Spanien. Und die dritte Frage: Was ist Teil einer Aioli? Das habe ich noch nie gehört. Gehe ich auf Ingwer und das ist falsch, Knoblauch ist richtig. Okay. Weiter geht es jetzt also gegen MK7. 2-1 bin ich im zweiten Spiel vorne nach der ersten Runde. Jetzt Runde 2 Zeugen der Zeit. In welchem Jahr sank die Fähre Estonia in der Ostsee? War schon ein paar Jahre her. Ich sag 92 und es war 2 Jahre später, 94. Wer verübte 1968 das Attentat auf Rudi Dutschke? Josef Bachmann ist richtig. Was ereignete sich 1962 in Tanganyika, heute Tansania, und hielt etwa 6 Monate an? Hungersnot? Nein. Lachepidemie. Was ist bitte eine Lachepidemie? Müssen da alle lachen oder? Ich stelle mir das gerade so vor. Aber Tansania ist ja in Afrika, deswegen wäre Hungersnot eigentlich das naheliegendste gewesen. Aber immerhin eine Frage richtig. Somit steht es jetzt 3 zu 1 bereits. Ja, dritte Runde. Dann nehmen wir natürlich wieder Hund um die Welt. In welcher Stadt befindet sich das größte Messegelände der Welt? In Zürich, nein, in Hannover. Aber das wusste ich natürlich wieder nicht. Wie heißt eine belgische Stadt in der Region Flandern? Bären, Hyänen, Hunden oder Löwen? Echt? Gibt es da so eine Stadt, die so heißt? Wenn dann eher Hyänen, nein, Löwen. Okay. Welches der folgenden Länder grenzt an Togo? Kenia, Westsahara, Benin oder Somalia? Benin ist es. Es liegt aber alles im Westen von Afrika, glaube ich. Also Erdkunde, da bin ich immer relativ gut. Nach 3 Runden liege ich also knapp mit 4 zu 3 vorne. Also das wird ein ja, ziemlich enges Rennen heute werden in diesem zweiten Spiel. Gegen MK7 Runde 4. Was ist gemessen an der Zahl der Anhänger die größte Religion der Welt? Natürlich das Christentum. In welchen der folgenden Länder leben prozentual die meisten Katholiken? Brasilien ist falsch, in Italien. Okay, welches Fleisch ist laut jüdischen Speisegesetz nicht koscher, also nicht für den Verzehr erlaubt? Das ist Schweinefleisch. Und somit bleibt, glaube ich, alles beim Alten. Genau 6 zu 5, ein Punkt weiterhin vorne. Dann starten wir rein in die Auswahl Runde 5 und da haben wir wieder 3 Kategorien, da wo ich überall nicht so gut bin. Vielleicht noch Musik und Hills nehmen wir da eher noch. Im Film Kings of Rock spielen Tina Kioste ein Gitarrenduell gegen den Teufel persönlich. Von welchem berühmten Musiker Dave Grohl? War aber geraten. Aus welchem Land kommt der 1940 geborene Musiker Manfred Mann? Aus Südafrika, okay. Warum wurde der Beatles-Song Loose in the Sky with Diamonds als kontrovers erachtet und boykottiert? Boah ja, kein Plan hier. Ja, Musik und ist auch nicht so meine, ja, Kategorie, die ich gut kann. 7 zu 5 also, aber MK7 darf noch, ja, Musik und Hits, die 105 spielen. Also es wird auf jeden Fall noch ziemlich eng werden. Also noch alles offen.
Es steht jetzt also 7:7 nach 5 Runden. Also die letzte Runde entscheidet dieses Duell. Macht und Geld, Runde 6. Da starten wir jetzt gemeinsam rein. Wie viele Stimmen hat Berlin im Bundesrat? 4, 1, 6, 3. Nehmen wir eine. Nee, tatsächlich haben die 4 Stimmen. In welchem deutschen Bundesland wurde die Partei CSU gegründet? In Bayern. Was ist das Hauptziel des europäischen Systems der Zentralbanken? Aufrechterhaltung des Wettbewerbs. Falsch. Aufrechterhaltung der Preisstabilität wäre richtig. Und somit ist es am Ende ein 8 zu 8 unentschieden. Und das geht auf jeden Fall so in Ordnung. Muss man ganz klar sagen. 8 zu 8 unentschieden. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Bei MK7 auch. Ziemlich gut, das gemacht hast gegen mich heute. Somit 8 zu 8. Und somit bis zum nächsten Let's Play Quiz Duel Video. Also bis dann und ciao.